Das denke ich mir. Okay, das ist wirklich strange. Habe ich da wieder was entdeckt, was neu ist? Ich bin jetzt mal so ängstlich und hole mir mein Schiff daher. Da weg. Und dann gucken wir mal, was das hier für ein Vorkommen ist. Unkontrollierbarer Schimmel. Cool. Das sind im Grunde Naniten. Also wenn ich hier sowas öfters finde, dann ist das cool. Oh, was bist denn du? Schauen wir mal, ob wir sowas nochmal finden. Das ist bestimmt auf dem Planeten öfter. Wie viel haben wir denn davon jetzt? 698. Alter Schwede. So, gucken wir mal, was können wir denn da reintun? Wir können das Wasserstoffgelee hier mal rüberschmeißen. Das da passt alles. Gucken wir mal, bist du freundlich oder feindlich? Du schaust auf jeden Fall wie eine Schildkröte aus und ein Käfer zur gleichen Zeit. So. Wir schauen uns mal einfach noch um. Sowas ist natürlich schon. Du bist ja ein putziger Hund. Sowas ist natürlich schon nice, ne? Oh. Wissensstein. Oh, dich habe ich noch nicht. Was bist du für Staxi? Bist du gefährlicher? Nee, weil dann hätte ich dich als Gefahr angegeben. Da haben wir eine gefährliche Flora. Die habe ich schon. Dich habe ich noch nicht. Da oben drüber müsste auch noch was sein, was ich noch nicht habe. Ne, doch, habe ich. Ups. Stehe ich direkt vor so einem Teil, was mich attackieren kann. Das da kenne ich noch nicht, oder? Ja. Kohlenstoff. Kohlenstoff und Gammawurzel, aber Gammawurzel kriege ich doch, würde ich sogar noch reinkriegen. Was bist du? Ferritstaub und Uran.
schauen wir mal, ob wir nochmal sowas finden. Aber ich glaube nicht. Wenn das eine seltene Ablagerung ist oder unbekannt oder wie auch immer, dann ist es natürlich blöd. Gut, Raumschiff sind nur 160, dann gehen wir da nochmal hin. Und würde sagen, wir verlassen das System. Ich würde sogar sagen, wir fliegen zu dem letzten Punkt, um die Triangulation fertig zu machen. Ich glaube, das wäre ganz okay. Das machen wir so. Da ist die Weltraumstation. Es wäre halt schon zu cool, wenn wir auch endlich einmal hier Frachter bekommen könnten. Irgendeiner von diesen Dingern, wenn angegriffen wird und wir schreiten mit ein und besiegen die Piraten, ist eigentlich schon gesichert, dass wir das schaffen, den Frachter zu bekommen. Die haben ja sowieso bei dem Update sehr viel gemacht, gerade bei den Frachtern. Man kann die ja wirklich echt gestalten ohne Ende. Man kann ja auch jetzt im Außenbereich des Frachters bauen. Also man kann wirklich den Frachter auch verlassen. Und es ist echt nice, auf dem Frachter rumzulaufen. So, aber wir wollten jetzt eigentlich zu dem Punkt mit der Triangulation. Schauen wir mal Protokoll. Genau. Achso, ist im anderen System, alles klar. Da haben wir jetzt eigentlich alles erforscht, ne? Das ist ja in Ordnung. So, hier müssen wir hin. Ateyamam. Moment, lass mal ein bisschen rumdrehen. Da haben wir, glaube ich, alle Planeten schon. Weiß ich nicht. Wir warten mal hin. Einmal mit Geschwindigkeit Licht. Das finde ich so cool. Oh, kommen die mit uns mit? Ah, als ob ich es gewollt hätte, ne? Also dann, lass uns die mal fertig machen hier. Komm, ich will dich, ich will dich, ich will dich, ich will dich. Die machen wir jetzt fertig. Bitte für Lebensform, bei der es sich um Kapitän des Frachters handeln muss, scheint sichtlich erleichtert. Mit Handzeichen heißt sie mich an Bord willkommen. Jawohl. Da fliegen wir hin. Das ist nur die Frage, wo? Das Problem ist, dass ich den Frachter irgendwie nicht angezeigt bekomme. Aber das muss ja einer von denen sein. Reise mal in Steise. Fünfmal gewarpt. Alles klar. Ja.
bisschen flotter. Eigentlich müsste es ja. Müssten wir richtig rum sein. Wenn es geht, in der Mitte bitte. Ne, ganz rechts, okay. Macht nichts. Hauptsache, ich kriege einen Parkplatz. Oh, und der schaut richtig groß aus, dieser Frachter. Lasst uns mal gucken. Dam, 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 dam. So, wo bist du? Servusler. Eine Entität. Gucken wir mal, was das für Frachter ist. Ohne Reisender. Lichter flackern schnell über das Visier der Lebensform und sie nickt fast unmerklich nach vorn. Sie scheint mir Dankbarkeit zu zeigen. Er gestikuliert in Richtung des Bedienstfelds seines Frachters, als wollte er mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Frachter inspizieren. Okay, das ist nicht viel. Das auch nicht. Der hat ja gar nichts. Der hat hier wirklich nichts. 10,9 Millionen. Soll ich da jetzt... Nee. Der hat gut ausgesehen, so auf den ersten Blick, aber sorry, mir reicht, wenn du mir eine Bezahlung gibst. Gut. Ansehen bei den Korvax um 2 verbessert. Das ist doch in Ordnung. Nee, aber es gibt wirklich weitaus größere. Man muss halt einfach nur Glück haben. Okay, also weg. Schwuppdiwupp. Der nächste Frachter kommt bestimmt. So, jetzt wollte ich nochmal auf die World Map schauen. Auf die Dingkarte hier. Jawohl, also wir haben hier tatsächlich alle Planets. Ja, äußersten Dietz, ja. Gut, haben wir alle. So, alleine mitten der Sterne, begib dich zu dem Signal. Dann fliegen wir doch da mal hin. Oh, was kommt jetzt? Plötzlich hat es mich weggedreht, keine Ahnung. Es ist sogar... Nee, egal ist es nicht, aber wir müssen halt diese geeignete Position erreichen. Nicht die Startschubdüsen, die da will ich. Also das Schiff, obwohl es so groß ist, hat doch einen ganz guten Fight. Also es kämpft sich recht schön damit. Oha! Ein Labörchen. Da vorne ist ein Turm. Was auch immer das ist. Ah, ich glaube, das ist für später relevant. Wenn wir diese Drohne haben. Mikroprozessor. Habe ich den jetzt reingesteckt oder? Navigationsdaten, die schiebe ich dir mal rein. Geborgene Daten tue ich auch mal hier mit rein. Ah, verdammt. Ich muss unbedingt das reparieren, das Zeug, ey. Paraffinium habe ich doch schon gemacht, oder? Nee, habe ich noch gar nicht gemacht, okay. Alles klar, damit haben wir schon wieder einen Platz. Ich dachte, das hätte noch gefehlt. Also, dass ich kein Paraffinium habe. Da brauchen wir Kabelbäume.
Können wir da noch eins machen? Ja, cool. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ne? Da brauchen wir Kabelbäume. Müssen wir mal schauen, vielleicht können wir welche kaufen hier irgendwo. Echt, ich habe hier noch gar nicht. Der fliegt dran vorbei. Ich hätte jetzt halt eher gedacht, dass der da vielleicht landet. Außer der fliegt einen Bogen. Da sind nämlich viele Schiffe. Es könnte auch sein, dass das ein Handelsposten ist, ne? Aber da steht nichts. Hm. Schauen wir es mal da rein. Und? Nanitos. Enzyklopädie, das Wort für hat. Einmal Navi. Einmal Tierchen. Ja, Worte gelernt. Ich hätte jetzt aber eher Anziehen der Korvax verbessert. Jawohl, um 1. Naniten. Komm. Ja, 57. Ja gut, besser als nichts, ne? So, da ist nirgends Eingang. Aber es sind zumindest schon mal nicht irgendwelche flüsternden Eier da. So. Was haben wir hier? Gleich einmal umschauen, alles durchstöbern. Ah, V2, oder? Ja, V2. Sobald ich dieses Cadmium, oder wie das heißt, entdecke, eine Handelsstation wird sofort zugeschlagen. So, das Bild des ehemaligen elektronischen Aufsehers des Observatoriums flackert auf der Konsole neben dem leuchtenden Signalanzeige. Ich frage mich, wie lange er wohl auf so ein Signal aus einem unbekannten Teil des Weltraums gewartet hat. Vielleicht kann ich die Antwort senden, die der Aufseher nie senden konnte, aber zuerst muss ich den Code entschlüsseln. 5336 3365 3653 6533. Die Sterne offenbaren ihr Geheimnis. So. Ich habe nun endlich in Leere eine neue Welt entdeckt. Vielleicht sehen wir jetzt, dass das seitlich. Da ist auch irgendwas Blaues, ne? Strange. Okay. Okay, das ist keine Tür. Naja, warte, mit dem Signalbooster, den baue ich dann gleich auf. Jetzt möchte ich erst einmal gucken, was das da ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich glaube, dass das später noch relevant wird. Ja, Reisemeilenstein, schön. Wahrscheinlich etliche Kilometer gewandert. Aber was habe ich da gesehen, ne? Frage ich mich. Aber das war, wenn ich jetzt vom Schiff ausgehe, wie das da steht, eher in die Richtung. Schauen wir mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Nanitos. Da ist es. Okay, das war eine
Das ist eine Obelisk oder irgend sowas halt. Okay, warte mal. Vielleicht müssen wir da auch hin. Wissen wir ja nicht, ne? So, einmal Metallo. Und was ist drin? Ein Geckrelikt. Warte mal, die da müssen wir aufmachen. Mikroprozessor. Und wir haben unsere Hauptbase. Ach, da ist es. Direkt hinter den Jade-Erbsen. Deswegen kann ich es nicht. Nicht dieser Planet. Okay, dich habe ich ja schon, oder? Ja. Dich habe ich schon. So. Natanzu-Siedlung. So, gucken wir mal. Wir haben ein paar Sachen, haben wir da zu verkaufen, auf jeden Fall. Das Geckrelikt. Oh, da haben wir noch. Dann der Frachtschott. Das. Könnte das sein, dass ich das von dem Frachter bekommen habe, gerade vorhin? Möglich wäre es, ne? Die geben aber meistens irgendwie Gold, Silber, Platin und sowas. Weiß nicht. Das schaut mir eher aus wie ein Handelsposten, ne? Oh. Fliegen wir doch damit hin. Das interessiert mich jetzt. Ach so, das ist so ein Ding. Das wäre natürlich dann interessant, hier eine Base zu bauen. Aber ich habe halt jetzt schon eine, ne? Ich habe halt schon eine in dem Sektor. Das Einzige, was ich hier vielleicht machen könnte, das wären Speichersignal-Dingsbums. Kann ich nur rufen. Die können wir nicht öffnen. Na gut. Schauen wir mal. Ich habe ja ein Artefakt einstecken, ne? Vielleicht habe ich nämlich auch noch die gemacht. Biologische Probe übermitteln. Machen wir mal. Archäologen werden für sämtliche Beiträge entschädigt und ermitteln im Fach ein neues Artefakt, um es gegen ein archiviertes Artefakt von gleichwertiger oder größerer Seltenheit einzutauschen. Staubigen Würmern. Seltenen Gegenstand gefunden. Wunderbaren Juwelen. Ausgegrabener Schatz. 991 Jahre. Ui. Also, diese Würmer, die waren ja, glaube ich, nur um die 200.000. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber das war auf jeden Fall weniger. Das andere, was wir haben, das wäre ja dann die sind 400.000, die sind ja, weiß mal immer nicht, was man kriegt, ne? Das hier, subtile Anthologie mit 167.000. Achso, geht nicht mehr. Geht nur einmal, alles klar. Servus. Baupläne. Teleportempfänger. Ah, okay, der hat ja auch nur die Sachen. Ich habe jetzt allerdings schon 2100 Nanit, die ich allerdings gerne auf der in der Anomalie ausgeben wollen würde, ne? Das wäre allerdings nice. Ja, doch, komm. Wenigstens das da. Wenigstens das. Für den Exo-Anzug.